Herzlich willkommen, liebe Freunde des Endzeit-Rollenspiel-LPs, hier bei Fallout New Vegas, Folge 121. Und hier kann ja was nicht angehen. So faul bist du geworden, du sagst nicht mal mehr Let's Play, du kürzt das nur noch ab mit LP. Hast du gehört, was ich hier gerade Das Witzige daran ist, dass die Anzahl der auszusprechenden Silben gleich bleibt. Weil Let's und Play nur eine Silbe hat. Also insgesamt natürlich zwei. Ich wollte einfach bloß ein bisschen moderner hier wirken, aber. Ach so! Ja, aber du also, machst mir das ein bisschen hier jetzt zunichte. Also, du hast also den voll tighten Shit ausgepackt. Genau, so, so richtig Silvester und so. Ich verstehe. Okay, nein, ich will keine Markierung setzen. Wir versuchen jetzt hier mal wieder rauszufinden aus der World F. Wir haben ja das letzte Mal dieses. Oh, hier, putzi. Das ach so benötigte Teil der Bruderschaft gefunden und können jetzt hier eigentlich wieder verduften. Ja, lag ja jetzt auch nicht so der heiße Shit rum. Wie komme ich jetzt hier hoch? Und doch mal hier unten lang. Ich fände es ganz toll, wenn du aus der Vault wieder rauskommst, bevor ich dran bin mit Spielen. Das wäre schon das zweite Spiel, wo du mir eine beschissene Situation lässt. Jetzt hab dich doch nicht so, Mensch. Das ich ist mag doch, aber nicht. Hier gibt's Ladies. Ah. Was kann denn besser sein? Ah, hier geht's hoch. Ich erinnere nur an die Folge vom letzten Donnerstag, die Penumbra-Folge, wo du es nicht geschafft hast, diesem blöden Wurm zu entkommen. Das darf ich am Dienstag machen. Na super. Ja. Lieber Matze, du willst ja auch was zu tun haben. Außerdem magst nicht du ihn nicht in Penumbra. Doch. Du magst ihn doch. Ja, das ist mein so. Ein und alles. Tür von nach Vault 11. Mal sehen, wo es uns dahin führt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hinten raus hat mir Boone besser gefallen als die... Du hast sie doch noch gar nicht richtig. Ja, aber das Problem ist, die ist eine totale Nahkämpferin und wir gehen nie in den Nahkampf. Warte mal ab, vielleicht hilft das heißt, sie uns ja doch noch. Entweder wir machen die Gegner schon platt, bevor sie einschreiten kann, oder sie rennt uns voll vor die Flinte. Das ist ja egal, das ist ja kein Friendly Fire. Ja, aber es ist trotzdem nervig. Also ich bin noch sehr skeptisch, ob dieser Frau... Also ich würde sie jetzt... Wann haben wir sie geholt? Folge 100... Ne? Boah, du stellst Fragen, Robert. Was ist denn hier? Ach, hier geht's raus. Gut. Juhu. Ja, ah, also... Schön. Das ist der Wahnsinn. Super, deine also Trefferkünste, die leiden ja fast gar nicht. Die KI ist ja aber auch. Und haben wir noch kaputte Bücher? Haben wir noch kaputte Bücher auf Tasche? Wir haben einen Haufen Blanco-Magazine, die hat die gute Veronica, wenn sie mal hier bleibt. Okay. Hey! Oder Eddie, ich weiß gerade gar nicht, wem wir den gegeben haben. Das ist ja egal, wir brauchen die ja jetzt. Hier, fünf Blanco-Magazine. Ich glaube, Eddie hat auch nochmal einige gekriegt, also wir haben genug. Na, das wollte ich doch nur wissen, lieber Robert. So, und jetzt geht's wieder hinaus in die Welt, dort wo die Sonne scheint. Ach, ist das herrlich. Es scheint schon durch, es blendet förmlich. Blenden jetzt ist draußen Nacht, weil das ein statisches Bild war? Das ist durchaus nicht unrealistisch, ja. Nein, es ist Tag. Tatsächlich. Vielleicht ist es doch kein statisches Bild. Tja, da können wir jetzt bloß. Denn sieh mal, die Sonne scheint tatsächlich. Ja, das habe ich schon aufgeräumt, lieber Robert. Ja, aber zeigt mir trotzdem irgendwo noch Feinde an. Ja, das ist die Wahrnehmung von Hubert. Die können auch hinter dem Hügel dort hinten liegen, die Na Feinde. Gut. Jetzt gehen wir erstmal. Was haben wir denn jetzt für. Wir gehen jetzt wieder nach Hidden Valley und geben den guten Kunden die Teile. Unsere Aufgabe war ja, in drei verschiedene Worlds zu gehen und Teile zu suchen. Ach, genau, wir waren vorher schon in zwei Worlds drin und haben die Teile gefunden und jetzt müssen wir noch, oder waren wir noch in der dritten World? Was ist denn das? Sieht aus wie Gary von SpongeBob Schwammkopf, ja, aber irgendwie schon, ne? Naja. Na gut. So, jetzt mal die Frage, wo geht's denn hier rein dort? Ach ja, ist das schön. Mal wieder Fallout. Das ist ja jetzt seit langem wieder mal eine Folge, die wir hier aufnehmen. Also wir haben jetzt wieder mal nach unserer Prüfungsphase eine Aufnahmesession hier gestartet. Und damit wir mal ein paar mehr Folgen zusammenkriegen, wenn wir aufnehmen, weil wir mussten sonst immer so ein paar Folgen abdrehen und dann erstmal auf die externe kopieren, weil direkt auf die externe aufnehmen geht nicht. Dafür ist das USB-Kabel, die Schnittstelle ist dann flaschenheiß. Das dauert einfach zu lang, da fängt das Video an zu ruckeln. Und auf der internen hatte ich nicht mehr so viel Platz, deswegen habe ich mir jetzt intern eine neue Platte reingebastelt und jetzt können wir mal ein paar mehr Folgen, also unser Pensum ein bisschen erhöhen. Ein paar mehr Folgen am Stück aufnehmen, weil das Kopieren hat nämlich eigentlich immer die längste Zeit gedauert. Also, oder zumindest genau. Da saßen wir, Bayern hat wahrscheinlich gerade ein Tor geschossen, mein Handy sagt mir da Bescheid.
Okay, ja. Auf jeden Fall hat es zumindest immer fast genauso lange gedauert, wie wir aufgenommen haben. Ja, also ihr seht schon, ich stürze mich da für euch in Unkosten. Vor einigen Folgen habe ich RAM geupdatet, jetzt habe ich eine neue Festplatte reingebaut, also Ach, du es bist einfach ist. so ein guter Kerl. Danke, das wollte ich jetzt hören. So ein Jetzt guter Unser. muss ich einen Trainer rausdrücken. Also wirklich Hallo so ein Außenseiter. guter. Danke. Hallo. Überarbeiten Sie sich mal nicht, Epson. Ey, wir heißen doch gar nicht Epson. Ah, Veronica. Wir heißen auch nicht Veronica. Doch, haben. Die ist ja von der Stimmt. Oh Bruderschaft. Gott. Gott, die hatte Geisteraugen. Alter. Nimm mal das brennende Streichholz aus den Augen, Mensch. Sehr schlimm. So, jetzt müssen wir mit dem guten Lorenzo hier sprechen. Lorenzo Schön, von Sie zu sehen. Matterhorn. Und dann noch lebendig. Haben Sie schon alle Komponenten gefunden? Aber natürlich. Ja, ich hab alle hier. Wirklich? Ich meine, toll. Ich wusste, dass Sie das schaffen. Dann werde ich die Teile direkt mal einbauen. Warum erzählen Sie dem Ältesten nicht von den guten Neuigkeiten? Da fällt ihm sicher ein riesiger Stein vom Herzen. Das glaube ich kaum, dass dem da ein Stein vom Herzen fällt, weil so wie wir das, also wie es dieser Lorenzo uns erzählt hat, ist es ja eher so eine Selbstmörderquest gewesen, um uns quasi aus der Welt zu schaffen. Hallo Denkst du? Außenseiter. Ja, ich weiß es nicht. Mal sehen, vielleicht reagiert er jetzt auch irgendwie ein bisschen anders, wenn wir hier die gute Veronica dabei haben. Ich würde mich da nicht drauf verlassen. Hallo, grüß dich. Guten Tag. Ich sehe, Sie sind wieder da. Haben Sie alle benötigten Komponenten gefunden? So ist es. Ich habe eine Leiche in Ward 22 gefunden. Ja, das ist zwar keine Antwort auf die Frage, aber. Ausnahmsweise gute Nachrichten. Ihre Bemühungen lehren mich Bescheidenheit. Sie haben mehr getan, als ich sogar von meinen Brüdern erwarten kann. Ich bin die Berichte der Kundschafter nun durchgegangen und zum gleichen Schluss gekommen. Die RNK ist nicht die Bedrohung, für die wir sie hielten. In dieser Krise hätte es nicht nötig sein sollen, sich auf ihre Hilfe zu verlassen. Ich wollte umsichtig handeln, aber nun erkenne ich die Wahrheit. Nach den Vorfällen bei Helios nannte man mich einen Helden, aber die Schlacht machte mich ängstlich und diese Schwäche hat mein Handeln gelenkt. Doch das ist vorbei. Ich werde wieder gut machen, was ich meinen Brüdern antat, und die Abriegelung aufheben. Mit Glück werden wir wieder aufblühen. Bitte nehmen Sie dieses kleine Zeichen meines Danks. Es kann meine Schuld kaum begleichen, aber mehr darf ich einem Außenseiter nicht geben. Dieser Schlüssel gewährt Ihnen Zugang zu einem Unterschlupf im Nordosten. Möge er sich auf Ihren Reisen als nützlich erweisen. Ich weiß nicht, ob man es hört, weil ich habe mein Handy aufs Bett hintergeworfen, aber es war gerade wieder eine Tormeldung. Ich hoffe nicht, dass man es hört. Ich werde es danach ausschalten. Oh, du kriegst einen Levelaufstieg. Ach nee, das war's schon. Doch, kriegst du. Ha! Level up! Löffel ab. So, Löffel geben wir ab. Machen wir Medizin auf 65, damit es hier ein bisschen einheitlich aussieht. Optik vor Nutzen, liebe Freunde. Ja, natürlich. Waffen Immer. noch 5. Sowas können wir noch 5 geben. Dann sagen wir hier noch Dietrich reparieren. würde ich vielleicht Dietrich? fast sogar Ja, sagen. stimmt, damit wir da mal die 75er-Grenze irgendwann überschreiten. Bist du damit Ich finde, das einverstanden? hätte ich nicht anders machen können wollen Ich will ein sollen. Perk! Warum darfst du mir die Perks auswählen? Finde Weil ich ich der unfair. Schönere von uns bin, lieber Hier darf Robert. ich jetzt eure Rüstungen tragen. Gut, Dankeschön. Du musst irgendwo ein Training absolvieren. Ich weiß nicht, Auch wo das hier? ist. Ja, also da gab es doch diesen, ich glaube, so Vielleicht. einen Trainingscomputer gab es da. Vielleicht müssen wir auch diesen anderen Unterschlupf hier finden. Der Was war hat im er im Nordosten. Nordosten? Fast. Ja, das ist Nordwesten. Ja, fast. Hier. Da. Genau. Wollen wir da mal hingehen? Nur zu, du bist der Spieler. Ja, wir gehen jetzt einfach Reiß mal doch dorthin. einfach, reiß doch ein Stück Papier auseinander. Nee, mach doch Schnellreise nach, was was ist denn ist das denn? darunter? Nee, Nach das. Kelvil Bay oder Oder. nach Hellas Air Force. Hier, zu viel Zitter. oder das ja. Jimmy's Aber ich Brunnen. vermute, da wirst du erst raus müssen, ja. Ja, na, das ist, da wollte ich doch machen, Naja, lieber klar, Matze. ja, nee, ist doch in Ordnung. Also, Und ich denkst du, weiß nicht. dass wir hier unten jetzt nicht unser Training absolvieren können? Ich würde da jetzt mal in der Pause mal im Internet gucken, wo man das machen Okay, kann. ja. Bevor wir da uns ja jetzt einen Wolf suchen und eine ganze Stunde da irgendwie Ist rumgammeln. richtig, ist richtig. Wie findet ihr das eigentlich, liebe Freunde, wenn wir ab und zu. Hier geht's raus. Wenn wir ab und zu doch mal was im Internet recherchieren, findet ihr das total blöd oder findet ihr das in Ordnung? Wie findet ihr das, wenn ich mal Internet habe? Muss man ja fast schon sagen, weil mein Internet ist in letzter Zeit wieder extrem brüchig. Es ist fast schon Ja, belastend. also schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr das blöd findet, dann.
suchen wir uns natürlich hier folgenlang für euch einen Wolf. Also wenn ihr das blöd findet, dass wir im Internet suchen, dann machen wir das natürlich ohne euch davon zu erzählen. Also ja, und tun dann einfach so, als hätten wir es durch Zufall gefunden. So, jetzt reisen wir hier zu Jimmys Brunnen, dort wo diese hässliche Maulwurfsratte im Brunnen lag. Mann, hey, du hast mir aber echt schon schönere Spitznamen gegeben. Wir waren alle mal betrunken, lieber Robert. Ja, das kann nun mal passieren, mein Gott. So, ich will jetzt immer M drücken für die Karte, weil ich N? M. M? Ja, weil ich zurzeit immer ein bisschen Star Wars The Old Republic spiele. Und da ist M die Map auch irgendwie naheliegend, ha? Na, finde ich jetzt gar nicht. So, ich gehe jetzt hier einfach mal den Gleisen lang. Keep ist out. Das denn richtig? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie muss ich hier um den Berg drumherum. Und die Gleisen führen hier hoch. Als du das letzte Mal um den Berg rum wolltest, haben wir da 5 Folgen für verblempert. Gar nicht wahr? Nein. Welchen Berg wollte ich denn da rum? Das war, wo wir dann Hidden Valley gefunden haben, ganz am Anfang. Boah, ganz am Anfang. Das ist doch die grobe Richtung, wo ich jetzt hinlaufe. Ja, ja. Hier, da hinten. Da steht doch schon. Ach nee, das ist ein Schild. Mensch, meiner, wie geht's dir? Gutes Schild. Grüß dich. Na gut, es scheint doch noch ein bisschen weiter zu sein. Ich glaube, du könntest recht haben, dass man hier nicht... Wie kommst du denn darauf, lieber Robert? Aber du kannst ja trotzdem mal da hingehen. Links, Blume, links, links, links. Oh mein Gott. Jawohl, Opportunienfrucht. Meinst du, dass es hier irgendwie reingeht? Ja, aber zumindest, dass wir den Ort entdecken, falls wir da nochmal hin müssen, also falls es ein entdeckbarer Ort ist. Ist denn der explorable? Bahnchen. Da kommen wir nicht rein, aber das sieht sehr spannend aus. Gut, aber der ist nicht entdeckbar irgendwie. Unsere Liste, die wir anfangs mal geführt hatten mit interessanten Orten im Ödland, die haben wir auch wieder aufgegeben. Ja, die... Die mal ein bisschen. Wir haben dann irgendwann einfach weitergespielt, ohne die zu aktualisieren. Na gut, dann muss ich doch hier außen rumgehen. Na, da kannst du auch gleich nochmal zurück zu dem Dings reisen. Ja, vielleicht kommen wir auch besser, wenn wir wirklich hier unten anfangen. Ach was. Dann fangen wir jetzt mal hier unten an. Habe ich dir doch gleich gesagt, ja, Matze. Ja, klar. Ich füge mich deiner großartigen Meinung. Nie will der auf mich hören. So, der Hoover-Staudamm. Dingens Gedöns. Und dann gehen wir jetzt einfach mal... Du hast eine Orientierung wie eine Bockwurst, oder? Ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Erstmal ja erst 360 aus. Machen und dann, ja, wo geht's denn jetzt lang? Erstmal Verwirrung stiften. Also Robert ist eher so der zweidimensionale Typ. Links und rechts geht noch, aber ja. Wenn es dann in eine dritte Dimension geht... Dann so, wird's schwierig. Da hakt's schon manchmal durch. Aber naja, was will man machen? Ist richtig. So, nee, ich glaube, jetzt gibt's hier gleich ein bisschen Ärger mit irgendwelchen Viechzeug. Da! Ach du lieber Himmel, da lohnt sich ja nicht mal Munition für zu vergeuden. Nee, eigentlich nicht. Okay, dass du sie verprügeln sollst. Wow. Gut, also die machen doch schon... Nimm doch die Akkupistole da. Ey! What? Was ist los? Wie ist das denn passiert? Bin ich jetzt so schnell gestorben? Vor allem bei Fliegen. die waren voll ganz schön böse. Das waren keine Blähfliegen. Ja, Angriff der Killerbienen. Das ist mal wieder hier, ne? Toll. Hast du einen Quicksave gemacht oder was? Na, anscheinend nicht. Na, anscheinend schon. Aber nicht gewollt, also ich hab... Ja. Naja, dann. Jetzt nimmst du am besten gleich mal die Akkupistole und das kannst du vergessen. Du schießt schon wieder so auf die Zeit, du machst die fertig. Nein. 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 Okay, hatten wir schon. Muss ich die jetzt per Hand raussuchen? Irgendwo auf irgendeinem Quickslot hatten wir die, aber du darfst mich echt nicht fragen. Nee, Akkugewehr ganz oben bei A. Wer ist mein... Ein Plasmawerfer. Na Mensch, was ist denn hier los? Tri-Strahl-Laser. Jetzt muss ich doch mal im Internet gucken, wer hier die Tore schießt. Okay, jetzt haben wir es auf der 4, das Akkugewehr. Und jetzt geht's hier ab, liebe Freunde. Das waren ganz schöne Viecher. Ja, die haben dir ganz schön zugesetzt, muss ich sagen. Ich fand's lustig. Ja. Und ich wollte die auch noch verkloppen. Der gute Kevin, unser Kumpel, der hat uns letztens mal auf was hingewiesen, beziehungsweise mich auf was hingewiesen, sind aber auch echt viele. Was mir bis dato so noch gar nicht aufgefallen ist. Ich brauch wohl ein paar neue Glieder. In New Vegas trifft man wesentlich seltener auf Feinde, als es noch in Fallout 3 der Fall war. Ey, die blöden Dinger sind Mach echt Mach doch mal das VATS, Mensch. Was glaubst du, wofür wir das haben? Sicher. Jetzt schießen wir hier mal ein bisschen auf die Flügel. Vielleicht stürzt er dann ab, ne? Das scheint mir nicht so sehr zu interessieren. Die halten aber auch was aus. Die sind ganz schön giftig, ja.
Nee, ja, da, nicht auf die Fühler. Da wirst du gerade nicht viel reißen können, du hast keine AP übrig. Okay. Naja, unser Hubert erweist sich da schon als nützlich. Wo ist denn die gute Veronica hin? Die ist doch nicht etwa bewusstlos. Das würde jetzt meinen Argumenten so nicht gut tun, ha? Nee. Jetzt mal ernsthaft. Das würde nicht unbedingt für dich sprechen. Ach, ach ja, also. Siehst du, ihr geht's doch gut. Ja, die ist total knusper drauf. Was hast denn du? Gar nichts. Also diese Viecher, die sind schon echt heavy. Und hat Bayern ein Tor geschossen? Naja, 4. 4, tatsächlich. So, jetzt hier. VADS for the win. Auch wenn dir das womöglich nicht gefällt. Och, das ist mir eigentlich sowas von egal. Ja, das interessiert dich nicht, wenn ich da voll auf der Rübe baller. Guck das mal an. Aber die glüht schön, also machst ein Glühwürmchen draus. Na, haut drauf. Mensch, alles ist auch von der Schlagrate nicht ganz so. Was war das denn? Ja, gute Frage. Gut. Schmeißt die Granaten? Ja, die, ach, die hat den Granatwerfer. Haben wir hintergegeben? Ja, den haben wir gegeben. Ach du lieber mir, was haben wir getan? Wir wollten einfach mal ausprobieren, ob sie den auch nimmt. Und ja, sie nimmt ihn. Offensichtlich. Okay. Ja, den haben wir ihr in der World gegeben. So sind wir soweit. Wir sind soweit, theoretisch. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier noch ein bisschen Beef machen willst. Nein, das darfst du lieber. Mal Folge machen. Jeha. Ich mach dafür mal einen Quicksave. Das ist eine sehr gute Idee. Und das war's für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Tag und man sieht sich. Tschüss.